moin moin Leute, Weekend Warrior Shop. Stefan hier, heute mit dem Thema Plattenträger, Dummy-Platten, richtige Platten. Brauche ich das, muss das sein? Was bringt mir das? Bleibt dran, bis gleich. Jo, einmal. Ich habe hier meinen MK4 von TT an, den Plate Carrier. Und ich habe da keine Platten drin. Warum mache ich das Video? Das ist schon seit Jahren immer wieder ein Thema bei uns im Team, dass quasi gefragt wird, ja, machen wir Platten rein, machen wir keine Platten rein, guck mal, der da drüben, der hat da Platten drin, was soll sowas so? Und er war halt immer so eine gespaltene Meinung zwischen, boah, geil, und hat das Ganze halt belächelt. Ist schon ein paar Jahre her, das war glaube ich 2020 oder 2019, da waren wir beim Fight for Leo McFeed Event in Obergebra, was jetzt Big Paintball Thüringen heißt, und haben da halt gespielt. Da war unser Kollege mit Michi, und Michi ist Reservist bei den Fallschirmjägern, und der hatte, da habe ich das erste Mal bewusst wahrgenommen, der hat halt einfach seinen Plate Carrier genommen, den er auch bei den Reservistenübungen halt hat, anhat. Mit den Platten drin war ihm halt egal, weil er meinte, ja, laufe ich halt immer mit rum. Ja, und erstmal vorab vielleicht, was gibt es für Möglichkeiten? Du hast halt einmal hier diese Dummy-Platten, die wir halt auch bei uns natürlich im Shop führen, 14,95. Ja, aus Hartschaum, in Sapi-Plattengröße, easy. Ein Klassiker halt, gibt es in verschiedenen Varianten. Wir haben die Hartschaum-Variante, es gibt auch Hartplastik, es gibt auch einfach nur Schaumstoff. Dann gibt es einmal Gewichtsplatten, die werden viel so im Fitness-, Crossfit-Bereich sowas genutzt, wo die Leute dann einfach Plate Carrier anhaben und damit joggen gehen oder halt sprinten, um halt einfach mehr Gewicht zu simulieren, also so für den Outdoor-Sport. Oder das Ganze beim Klettern benutzen oder wie halt auch immer. Dafür gibt es die Gewichtsplatten, die liegen so preislich, je nachdem, was man nimmt, so beim Fuffi würde ich schätzen, so Pi mal Daumen, mal so einmal schnell über den Daumen gegoogelt. Bist du halt ungefähr bei einem Fuffi dafür. Und dann gibt es natürlich noch die echten schusssicheren Platten. Die sind bei mehreren hundert Euro. Ja, dann jetzt halt zum Beispiel bei meinem Plate Carrier, der kommt halt ohne Dummy-Platten. Genauso auch die Eggylite-Produkte kommen auch alle ohne Dummy-Platten. Warum kommen die ohne Dummy-Platten? Weil davon ausgegangen wird, die Dinger sind halt eigentlich fürs Militär, irgendwelche Behörden. Da tun die Leute Platten rein. Dann habe ich hier neben mir noch einmal den Invader Gear QRB Plate Carrier für 130 Euro bei uns aus dem Shop. Der ist halt natürlich für Airsoft und Paintball konzipiert. Und der hat zum Beispiel hier auch schon gleich Schaumstoffplatten drin. Das ist je nach Modell halt immer unterschiedlich. Also die Invader Gear Dinger haben halt eigentlich immer diesen Schaumstoff drin, die QRBs. Das kommt immer auf den Plate Carrier ein bisschen drauf an, ist eine dabei, ist keine dabei, bei den hochwertigen halt oder bei den militärischen häufig nicht. Ja, das sind einmal die Platten, die es gibt. Einmal hier nochmal gezeigt, wie es halt quasi im Plate Carrier ist. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Früher hatte ich das zum Beispiel in meinem Plate Carrier, habe ich mir einfach ein Stück Pappe reingestopft. Warum macht man das Ganze überhaupt? Jetzt seht ihr hier ja, der gute Plate Carrier ohne irgendwas und ohne irgendwas drin, mit ohne, und es ist halt nicht formstabil. Das heißt, klar, eine gewisse Festigkeit ist dadurch das Molle-System und so weiter und so fort, aber der ist halt nicht formstabil. Der gibt halt nach, der gibt mir Bewegungsfreiheit. Das ist natürlich ein Pluspunkt für, wenn du ohne Platte unterwegs bist. Der schmiegt sich hier auch so ein bisschen an meinen unförmigen Körper halt dran. Auch nochmal wieder ein Pluspunkt, wenn man ohne Platte unterwegs ist. Ja, aber die Dinger sind halt eigentlich dafür konzipiert, dass die halt Platten drin haben. Und deswegen jetzt einmal der Punkt, der euch einen Vorteil bringen wird, gerade bei langen Games, wenn ihr Platten im Spiel drin habt, also halt im Plate Carrier drin habt. Und meiner Meinung nach reichen da vollkommen die Dummy-Platten aus, um sich da einen Vorteil zu verschaffen. Was bringt mir der Vorteil? Einmal die Formstabilität, Punkt 2, und dafür mache ich mich immer eben kurz einmal frei. Wir sehen ja hier drin einmal dieses ganze Mesh-System, und das hat eigentlich jeder Plate Carrier in irgendeiner Form Mesh auf der Innenseite. Und die sind halt so konzipiert, dass die quasi, du hast eine Platte drin, das Gewicht der Platte
vorne und hinten drin, zieht den Plate Carrier runter, dass der richtig auf den Schultern halt aufliegt, dass er passgenau ist. Das wäre halt noch ein Vorteil von Platten mit Gewicht, dass der halt besser aufliegt. Das nächste ist halt, und das seht ihr hier, ich habe hier fast 2 cm Platz, wo halt noch, ja, wo man einfach noch, die halt leer sind, die halt luftig sind. Und das ist halt eigentlich dafür gedacht, um es mit der Platte zu füllen und um das Ganze in einer gewissen Stabilität zu haben. Und das bringt euch dann beim Spielen mehr Luftzirkulation, weniger Schwitzen unter dem Plate Carrier und halt dann gerade, sag ich mal, wenn ihr bei Games seid, OBS, ASC, wo man wirklich den ganzen Tag halt Kette gibt, oder ESG, so wo halt wirklich, wo du jetzt nicht mal, sag ich mal, so ein Regular Game Day bist, ja immer spielen 10 Minuten, Viertelstunde, Pause, nächstes Spiel 10 Minuten, Viertelstunde oder halbe Stunde oder wie auch immer, Pause, so, das ist dann was anderes, man zieht zwischendrin den Plate Carrier aus. Wenn du den wirklich langfristig anhast, macht es eigentlich meiner Meinung nach Sinn, Platten zu tragen. Das gibt einem dann einfach immer so, das war schon früher so, als alle bei uns noch meinten, ich brauche keinen Plattenträger, ich tue mir die Magazine in die Hosentasche. Die Zeit gab es auch bei uns im Team und ich war der Erste, der sich einen namhaften Plattenträger gekauft hat. Ich habe halt nicht geschwitzt, die anderen haben halt geschwitzt und das ist dann, ich hatte halt weniger Kondition als die anderen, weil die anderen sportlicher waren, aber ich habe es dann damit ausgeglichen und das ist halt einfach auch ein Vorteil, den man sich mit so einer Easy Platte halt verschafft, leicht gemacht. Ich mache das jetzt mal eben rein und zeige ich das nochmal eben. Einmal so. Einmal so und jetzt. Boah. Zack. Ich habe den Plate Carrier an. Man merkt gleich, jetzt für mich persönlich, vom Tragekomfort her, hinten der Rücken. Ich kann hier nicht mehr so wie so ein buckliger Esel sitzen. Aber der ist hier vorne halt auch viel passgenauer. Also, ja. Da noch ein wichtiger Punkt, um halt natürlich auch, also der Vorteil von den Platten ist halt Atmungsaktivität des Plate Carriers. Du, wenn du Gewicht halt hast, dass der noch schöner auf den Schultern aufliegt, weil so wie bei mir sehe ich jetzt halt, okay gut, der ist halt am Bauch eingeklemmt und rutscht halt immer hoch. Durchs Gewicht würde das halt nicht passieren. Du schaffst halt einmal die Atmungsaktivität, durchs Gewicht halt noch mehr die Passform. Was halt da aber immer noch ein wichtiger Punkt ist und das ist, allgemein beim Paintball-Spielen, es gibt kein richtig und kein falsch. Sobald sich das Ganze zu sehr in der Bewegung einschränkt, ist es natürlich halt auch wieder problematisch. Es muss immer so sein, dass du gut mit deinem eigenen Gear umgehen kannst. Das ist der wichtigste Punkt, wie gesagt. Aber den Vorteil hier mit der Atmungsaktivität, den kann man halt gut mitnehmen. Mit der stabilen Passform, dass ja, die Platten werden wahrscheinlich nicht wieder zurück in den Shop wandern. Einmal das, einmal dazu. Ich hoffe, das Video konnte euch einen kleinen Einblick von dem ganzen Thema verschaffen. Ihr habt einen kleinen Überblick, was wie wo bringt was. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis denn, wir sehen uns. Und kommentiert doch vielleicht nochmal rein, ob ihr Platten benutzt. Ja, nein, mit Gewicht, ohne Gewicht oder Pappe. Oder ob ihr sagt, ja, ich spiele oberkörperfrei. Einfach mal unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns, bis denn. Ciao.